Da sind wir wieder in The Evil Within, Leute. Es wird voll auf uns hier geschossen anscheinend. Voll gemein. Ich lade mal nach und versuch's nochmal mit dem schießwütigen Typen. Da, von da kam das doch. Da ist er doch. Irgendwas schießt doch da. Der kommt immer runter. Komm mal her. Da ist er. Hab ich dich? Du, dich hab ich doch gleich. Du, was du kannst, kann ich schon lange. Dass ich immer so zittern würde. Ah, verdammt. Komm, wir schießen gegenseitig auf uns. Ich krieg dich noch, du Arsch. Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich ihn. Puh, jetzt hatte ich ihn. Sehr schön. Das hat ein paar Schüsse gedauert. Schade, aber es war auch schwer zu erkennen. Egal. Egal, wir gehen wieder raus in diese Todesfalle hier. Das sind die Alarmdinger. Anscheinend kann man da gar nicht drum rum. Vielleicht können wir einfach rüberklettern. Geh mal rüber. Und wieder runter. Und da kommen die nächsten raus, die schön getötet werden. Was gar nicht schlecht ist. Und ich werde auch getötet. Fuck! Wie schnell stirbt man hier? Krass! Darf ich jetzt alles immer nochmal machen? Wahrscheinlich, ne? Ich hatte ja gar keinen Kontrollpunkt. Oh Mann! Wie ärgerlich! So, erstmal entschärfe ich das dann hier. Was auch immer da ist. Dann hole ich ihn mir hierher. Komm her, komm her. Ach, er löst das dann auf. Ist ja noch blöder wieder. Okay, mach ihn irgendwie platt. Scheiße. Und er steht wieder auf. Oh Mann. Das wird noch echt lustig hier. Und ich darf alles nochmal machen. Oh, ihr wollt das wahrscheinlich auch gar nicht sehen, ne? Das ist doch voll blöd. Also ich darf ihn nicht so zu mir holen. Er löst ja auch voll das sonst aus. Das ist blöd. Und gar nicht gut. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Okay, cool. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Bring ihn um. Sehr schön. Okay, das war so der beste Lauf bisher. Wir nehmen die Fackel. Und was mache ich jetzt mit... Also, dann kann ich das hier jetzt mal erstmal entschärfen. Sehr schön. Das klappte auch gut. Aber irgendwie... Ich meine, irgendwann muss ich das Ding auslösen, aber solange man es aufhalten kann, sollte man es vielleicht versuchen, oder? Ich darf wahrscheinlich gar nicht in die Nähe von diesen roten Dingern kommen, würde ich sagen. Da ist das Glibberzeugs. Komme ich da irgendwie dran vorbei, ohne es ausgelöst? Scheiße, nee. Okay. Das ist verdammt. Okay, es wird wieder auf mich geschossen. Aber erstmal kümmere ich mich hier um die Truller. Truller, komm mal her. Wunderbar. Weil keine Muni verschwendet und so. Sollen sie doch schießen.
Ich hole mir das erstmal hier. Jetzt bin ich ja schon, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Hier ist ja auch eine Leiter. Ah. Warte mal. Ich nehme mal die Leiter. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie. So, Schrotflinte. Nimm dir mal die Muni. Nimm mal alles mit hier an Glibber. Oh oh. Hallo, Freunde. Okay, dann kann ich auch bei der Schrotflinte bleiben. Oh nein. Kannst du den anzünden? Den dummen Sack. Ich mach ihn mal platt. So. Tod dem Ding. Verdammt. Ja, hallo. Hör auf, mich anzufassen. Wo ist jetzt der andere? Arsch, wieder hin. So, jetzt brauche ich eine Spritze. Das hat mich hier zu viel gekostet. Aber, na, ich hätte auch ein Erste-Hilfe-Dings nehmen können, ne? Egal. Ja, gut. Wenn hier einer der Schützen dabei war, dann hat es ja auch so geklappt. Ging auch so. Immerhin bin ich nach oben gekommen, was vorher gar nicht irgendwie für mich sichtbar war. Und sonst haben die nichts für mich? Na gut. Na gut. Ja, ja, ich kümmere mich ja schon darum. Immer so knapp, ne? Ich muss mal ein bisschen eher drücken. So, ich habe hier irgendwelche Schockgeschichten oder was? Was haben wir hier? Batterie. Diese große, tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Aha. Okay. Nimm den Glibber mit. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Wie war das mit kleiner Raum, großer Raum? Kein kleiner Raum inmitten eines großen. Durchbohrende und spitze Blicke richten sich auf dich. Keine Gegner weit und breit, die auf dich stoßen. Traust du dich dennoch, mich zu holen? Ich glaube nicht. Komm, ich gebe dir nämlich Zeit. Hol mich doch, bist du bereit? Keine Ahnung. Irgendwas auf Zeit anscheinend. Irgendwas vielleicht mit irgendwelchen scharfen Fallen oder so. Vielleicht ist es aber trotzdem so ein Raum wie dieser, aber nicht dieser. Wer weiß. So, die Blendbolzen sind das. Davon haben wir eigentlich auch noch welche. Ist jetzt hier noch der Scharfschütze? Passiert mir hier oben eigentlich was? Oh, da ist er sogar. Komm mal her. Ich krieg dich schon. Ich krieg dich schon. Ich brauche nur das Scharfschützengewehr wieder. Das ist immer nicht hier... Huch. Ausgerüstet. Au, ey. Komm mal her. Gleich bin ich tot, ganz ehrlich. Wegen diesem Scheiß hier. Ich nehme mal erstmal ein Erste-Hilfe-Kit. Du sollst doch nicht das nehmen, wenn du angeschossen wirst. Hallo, deck, duck dich. Wie blöd ist das denn? Da sind auch irgendwie zwei, ne? Ja, da sind zwei. Arschgeigen. Oh Mann. So, der eine hab ich. Oh. Da geht die Scharfschützenmuni hin. Das nervt mich. Kommst hier auf den Kopf, du. Na gut, er ist gestorben. Hoffentlich.
Steht er wieder auf? Nein, er ist gefallen. Oh, blöd, echt blöd. Bin nicht stolz auf mich. Wo sind hier eigentlich noch andere doofe Monster-Zombies? Weil ich höre hier so viele noch. Wenn da oben jetzt noch mehr stehen, ne, dann muss ich echt mehr Schießen üben. Das geht gar nicht. Ich will das eigentlich alles schon wieder nochmal machen und besser schießen. Aber naja. Also, wie gesagt, ich spiele mit Controller. Nicht vergessen. Aber gut. Ich höre hier immer welche, aber ich komme hier jetzt gar nicht weiter. Was mache ich jetzt? Ich will die blöde Flasche nicht. Wo sind die nächsten Zombies? Kann ich hier irgendwie runter oder so? Nee. Von hier oben hätte ich natürlich auch freie Bahn, die zu erschießen, ne? Die da unten rumlaufen. Aber ich sehe auch irgendwie gar keinen. Nee, ich mache die dann lieber weiter so fertig wie bisher. Wenn irgendwo oben wieder einer ist, dann, ja, dann habe ich wieder Pech. Und dann brauche ich mein Gewehr. Mit meinem einen Schuss. Hallo. Du bist das gewesen, ne? Stirb jetzt endlich mal. Hatte ich den nicht sogar schon? Ey. Stirbst du endlich mal bitte? Oh, wenigstens hat er mir seine Axt gelassen. Was bin ich munitionsverschwenderisch im Moment? Na gut. Wir gehen wieder raus. Obwohl es hier ja sehr gefährlich ist. Und runter. Schön unten bleiben. Hier ist eine. Da kommen wieder welche. Ja, ja. Gut, dass ich meine Axt habe. Shit. Was mache ich mit ihm, ey? Wunderbar. Das ging wenigstens gut. Also da sind ein paar Schlaue auch dabei anscheinend. Können wir das hier irgendwie lösen? Können wir. Sehr schön. Die werden also auch schlauer. Oh, der hat mich noch nicht entdeckt. Vielleicht ist es besser, unten zu bleiben. Ich gehe mal. Mache ich denn jetzt mal? Ich schleiche mal hier um die Ecke. Ich habe Streichhölzer. Das ist schon mal gut. Oh oh. Kann der mal kommen? Könnte natürlich auch so eine Explosionsgeschichte mal machen. Oder ganz was Verrücktes. Wir nehmen tatsächlich mal so einen Blendbolzen oder so. Das wäre doch mal was. Kältebolzen hätten wir sogar auch. Aber ich nehme mal einen Blendbolzen. Davon haben wir so viele. Ja, du sollst natürlich die auch ausrüsten. Vielleicht sollte ich die dann auch mal rechts wieder reintun. Oh, oh. Okay. 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 Planänderung. Planänderung. Ah! Zünd sie an. Nein. 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 Puh. Okay, okay. Ja, das war anders geplant. Habt ihr vielleicht gemerkt? Scheiße, die sind auch über Flaschen. Hätte man locken können und überhaupt. Aber okay. Machen wir es auf die blöde Weise. Oh, das war auch wieder knapp. Ich merke schon. Immer her mit der Muni. Ich merke schon, ich bin wieder voll drinne hier im Spiel.
sehe schon die Tipps auf mich zuprasseln. Naja. Das war nicht so toll, aber wir haben es geschafft. Pack die Batterie da rein. Was passiert jetzt? Was heißt das für uns? Ist die Tür da aufgegangen? Jetzt, was passiert jetzt? Okay. Ich achte im Moment nicht so wirklich auf, oh, ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Scheiße. Ich nehm mal die Granate. Ich nehme mal die Granate. Wir laufen mal erstmal hier weiter eine Runde. Bin da noch nicht in der Mitte gewesen. Vielleicht hilft mir das ja irgendwie. Oh, das sollte ich auch mal entschärfen. Kannst du das mal entschärfen? Schön. Okay, gut. Was haben wir hier? Oh, da ist noch Glibber. Vielleicht kann man hier noch irgendwie in die Mitte oder so. So mäßig. Obwohl es gefährlich ist und dann ist da doch eine Statue. Komm, geh mal darüber. Da ist noch eine Spritze, das ist schon mal gut. Finden wir auch noch anderes Tolles vielleicht? Vielleicht da oben? Geht das? Kann man da hin? Nein. Ist hier irgend... Nee, hier sind wir schon gewesen. Oh Mann. Ja gut. Kann man woanders noch lang klettern? Geh mal... Okay, dann nicht. Dann nicht. So, dann geh hier nochmal hin. Vielleicht kann man hier auch irgendwo... Wo waren wir hier jetzt schon? Oder ist das eine andere Leiterstelle? Bin verwirrt. Ich mach mal wieder die Lampe an. Mach mal die Lampe an. Waren wir hier jetzt schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, okay. Hier ist wieder der tolle Blendbolzen. Hier passiert mir aber nichts, ne? Weil unten die Dinger sind. Okay, cool. Aber da hinten oben waren wir halt noch nicht. Das heißt, wir müssen da unten rein, wo wir gerade aufgemacht haben. Ich wollte nur wissen, ob ich hier unten was übersehen habe vielleicht, wo man hin kann. Weil wir waren noch nicht auf der anderen, hinteren Seite so wirklich, oder? Waren wir da schon? Keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall wieder runter. Das ist crazy hier, echt. Dieser komischen Zirkusmusik auch noch. Also, wer denkt sich denn sowas aus? Tja, ich bin der Sebastian und ich habe gar keine Angst. Na, 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 na. Kannst du da mal rübergehen vielleicht? Okay, cool. Mit der tollen Dudelmusik. Da, wo der Stacheldraht ist, können wir auf keinen Fall lang. Also gehen wir da lang, wo wir lang sollen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ich bin sowas von blöde. So blöde, dass ich aus Versehen gerade die Taste losgelassen habe. Muss ich jetzt echt alles nochmal machen? Oder habe ich Glück und es war zwischendurch doch noch dieser andere Kontrollpunkt? Okay, ich hatte ein bisschen Glück wenigstens. Darf aber trotzdem die Gegner nochmal töten. Oh, hier, habe ich was übersehen? Nein, es ist nur die Flasche gewesen. Okay, toll. Der andere war da unten, ne? Zweite Chance, Leute, zweite Chance. Problem ist immer, jetzt weiß ich gar nicht, wen hatte ich schon. Ich glaube, ich kann die Scharfschützentypen auch nochmal machen. Ja, ich kann die Scharfschützentypen nochmal machen. Yay! Zweite Runde. Na gut. Aua, das tat weh. Nehmen wir erstmal diesmal eine Spritze, bitte. Und geh runter, du Nase.
Das war gut. Das war besser als gerade eben. Wieso habe ich trotzdem nur einen Schuss? Nein, habe ich nicht. Ich habe sogar noch 5. Okay, er kommt wieder. Dann schieß mal. Ganz klasse. Ich bin dran. Super. Perfekt. Bin ich viel besser gewesen als beim ersten Mal. Aber es ist ja immer so. Zweite Runde. So, da unten wartet der andere Heini. Ich nehme jetzt mal wieder meine andere Geschichte hier. Was soll ich sonst machen? Und ich hatte irgendwie explosiv ausgerüstet. Das war ganz doof. Ich nehme jetzt mal so ein... Davon haben wir nämlich genug. So, dann gehen wir runter. Da unten wütet nämlich noch der andere. Ach komm, dafür hat sich das Sterben doch schon wieder gelohnt, dass es diesmal besser lief. Hm? Hä? Hm? Hm? Shit! Okay, prima. Nimm das und das und alles. Sehr schön. Vielleicht könnte man jetzt sogar von der anderen Seite mal langlaufen. Aber okay. Hier gab es jetzt aber nichts irgendwie, was wir hätten noch erledigen sollen, oder? Ich bin jetzt nicht total doof gelaufen. Dann gehe ich hier nochmal lang. Jo. Ganz klasse. Nee, ich habe gehofft, dass man vielleicht im Nachhinein nochmal da lang kann. Kann man aber nicht. Hier waren wir noch nicht. In diesem kleinen Kessel irgendwie. Was sind das? Harpunen? Voll gut eigentlich. Tut echt weh, die hier zu lassen. Na gut. Gehen wir raus. Oder eher wieder rein. Und dafür da raus. Gucken wir mal. Hier wartet nämlich wieder einer auf uns. Super. Da kommt er auch schon. Komm mal her, du Arsch. Den nächsten warten wir nochmal ab. Und dann nehmen wir ihn uns. Nein! Oh, ich bin zu früh hochgegangen. Ich bin zu schlecht. Ich habe keine Geduld, Leute. Ich habe keine Geduld. Passiert euch das auch oder passiert nur mir so ein Blödsinn? Echt, wie kann man denn so behindert sein? Echt, das regt mich schon wieder auf. Ich mache jetzt einen Cut. Ich reg mich nicht auf. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Und dann habe ich die Leute schon erledigt, damit wir weiterkommen. Und damit wir wieder bei der großen Tür sind, wo ich eigentlich durchgehen wollte. Bis dahin schaffe ich es. Bis dann.